Jetzt bin ich doch unterbrochen worden von meinem eigenen Finger. Habe ich irgendwo nicht so gut aufgepasst? Und jetzt zeige ich euch hier mal die Apfelblüte. Ihr seht, die sind schon zum Teil durch. Und da kann man nur hoffen, dass genügend Bienchen schon vorhanden waren, vielleicht am Muttertag. Wobei, da waren auch noch nicht alle auf. Aber durch den Regen wären natürlich auch jetzt ganz viele einfach schon, wo dann eben auch die Bienen nicht mehr das dran finden, was sie wollen, nämlich mit dem Nektar. Aber wunderschön, oder? So, hier seht ihr mein Gestell. Das hatte ich ja aus meinem restlichen Bambus. Und diese groben Stäbe, das ist von meinen Brombeeren, die bis hoch in den Baum gerankt sind. Und das habe ich mir so aufgehoben. Und das wird dann jetzt durch diese, natürlich durch das Grün, was kommt, wird das alles noch berankt. Und somit habe ich dann meine überdachtes kleines Plätzchen. Dann nehme ich euch jetzt mit. Hier ist meine Eberraute. Seht ihr schon die Goji-Beere. Und natürlich, wenn man den Sauer- bzw. Blutsauerampfer hat, der geht überall hin. Da muss man aufpassen, da muss ich wieder ganz viel rupfen. Geht rucki zucki. Die Akelei ist im Kommen, sieht da ganz wunderbar, freue ich mich schon. Und jetzt wollte ich euch aber die Apfelblüte ja zeigen noch. Ne? Ich habe ja noch so ein paar. Schaut mal, wie schön die sind. Da seht ihr ja ganz unterschiedliche. Also einfach wunderbar, oder? Ein Träumchen. Und die duften natürlich auch immer ganz wunderbar. Und dann will ich euch doch mal mitnehmen zu meinem Mirabellchen. Und da sehen die Lichtverhältnisse so rum ganz blöd, ne? Muss man mal so mitnehmen. Ach. Ja, hier ist besser. Hier seht ihr. Die Mirabellchen, die sind auch schon durch, die Blüten. Und ich sag euch, dieser Mirabellenduft von den Blüten, das ist der absolute Traum. Das ist wirklich, wer von euch schon mal den Film gesehen hat, das Parfüm, der weiß, wovon ich rede, von der Mirabellenblüte. Zu was die wohl alles imstande ist. Hier sind noch ein paar, die sind noch ziemlich in Ordnung. So, da nehme ich euch jetzt mal mit und weiter. Sieht natürlich wüst aus, der Rasen wächst auch wie Hulle. So, da seht ihr, jetzt geht's weiter. Jetzt guckt mal. Wie wunderschön. Alles soweit voll. Dann kommen wir mal zum nächsten. Alles unterschiedliche Sorten. Seht ihr? Der vorige war im Übrigen, das war der Koks. Die halte ich alle ziemlich klein, die Bäume. So. Guck mal hier, wie schön. Der Ontario. Und dann nehme ich euch jetzt hier rüber. Das war die Buschrubinola. Der steht auch noch nicht so lang, aber seht ihr? So, und hier komme ich zum Gala. Das ist der Gala. Auch schön in voller Blüte. Das ist, glaube ich, der Wintergala. Genau, es gibt ja den Herbst und den Winter. Hier ist Red Love. Das ist die Blüte, der Apfel Red Love. Da kommen zum Glück im Nachhinein immer noch mehr. Also das heißt, wenn die anderen durch sind, dann treibt es bei dem Apfel doch nochmal aus. Auch ganz herrlich. War auch gut besucht an den paar warmen Tagen jetzt, wo das war. Und das ist hier der Wintergala. Wunderschön, oder? Wenn man diese Blüten so sieht. So, und dann gehen wir wieder ein bisschen weiter. Und siehe da. Der rote Boskop. Dieses Jahr auch. Trägt ganz toll. Wunderbar. Schöne Blüten. Und dann habe ich hier noch ein Schmuckstück. Aber da weiß ich gar nicht mehr genau, welcher. Das war, wenn ich ehrlich bin. Ach, ich weiß nicht, ob, also ein Koks war es nicht. Weiß es jetzt nicht. Es war jedenfalls ein kleiner, der wird dann wieder zurückgeschnitten. Und es ist dann eigentlich ein kleiner Apfelbaum. Hier habe ich noch, das glaube ich, war der kleine Koks. Und der, ja, da sind die Blüten noch nicht da. Schauen wir mal, wie das alles dann so wird. Und auch hier
Das war auch so ein besonderer kleiner Apfel. Aber da komme ich jetzt auch nicht mehr auf den Namen. Es war irgendwie, ja, weiß ich nicht mehr. Das ist, glaube ich, so ein gestreifter Apfel. Das ist halt, wenn die Schilder abgehen und man kümmert sich nicht darum, man denkt auch, man behält den Namen. Ja, so ist es dann nicht. Ja, so viel jetzt einfach mal dazu. Ihr seht, es ist einiges zu tun. Unkraut natürlich auch. Ach, was der für Blüten hat hier, ne? Dieser Ontario. Die müssen halt alle dann nochmal geschnitten werden. Aber die hatte ich halt erst später mir geholt. Und von daher lassen wir das Bild jetzt einfach mal so. Ist doch richtig schön, oder? So herrlich. Hoffen wir, dass noch genügend Bienchen kommen. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich einfach mal mit diesen wunderbaren Bildern. Und die Kirschbäume sind natürlich auch voll. Kann man jetzt in dem Licht ganz schlecht sehen, aber Sauerkirsche ist voll. Den musste ich im Herbst halt auch ganz doll schneiden. Und hier ist die Süßkirsche auch ganz voll mit Blüten, aber hat die letzten Jahre super schlecht getragen, muss ich einfach sagen. Es sieht schon wieder nach Regen aus, aber ich will euch einfach mal mit diesen wunderbaren Bildern noch ein bisschen Frühling in die Zimmer bringen, so wollte ich das sagen. Also ihr Lieben, bleibt gesund oder werdet wieder gesund und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Tschüsschen!